man sagt gemeinhin, intelligent ist einer, der im Intelligenztest gut abschneidet. Aber das ist natürlich eine sehr eklektische, eine sehr selektive Abfragung von ganz bestimmten Funktionen. Und fragt zum Beispiel sehr wenig nach sozialer Kompetenz, nach emotionaler Kompetenz, die sich ja auch, wenn man von Klugheit spricht oder von Weisheit spricht, mit eingehen müssen, wird aber nicht gemessen in der Regel. Also es handelt sich um ein breites Spektrum von Fähigkeiten, die bei jedem Menschen unterschiedlich stark ausgebildet sind. Wenn Sie bedenken, dass es Menschen gibt, Künstler, die bildende Künstler, die ein unglaubliches visuelles Vorstellungsvermögen haben, auch ein sehr, sehr stark ausgeprägtes visuelles Gedächtnis, die können ganz amusisch sein, wenn es um das Verständnis von Musik geht und um die Verarbeitung von Musik. Man würde beiden nicht absprechen, klug zu sein, und doch haben sie ganz, ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Und das gilt nun für das gesamte Spektrum unserer kognitiven Leistungen. Ja, das ist eine genormte Haube, die dafür sorgt, dass Elektroden im richtigen Abstand voneinander auf dem Schädel platziert werden. Und damit kann man EEG ableiten, also Hirnströme. Zunächst aktivieren Sie Ihr visuelles System, weil Sie diese Muster erkennen müssen. Wenn dort eine Lösung gefunden worden ist, dann wird das weitergereicht in die sprachverarbeitenden Systeme. Wenn Sie also jetzt dann diese Wortformen erkannt haben, dann muss daraus ja eine semantische Bedeutung extrahiert werden. Und die kann oft erst extrahiert werden, wenn diese Worte zu Sätzen zusammengefügt worden sind, zu Folgen. Also muss man diese Sequenz analysieren und muss ihr eine Bedeutung zuweisen. Und das Bedeutungszuweisen geht dann wie bei allen anderen Wahrnehmungsprozessen auch. Wenn ich hier hinschaue und einen Kopf sehe, dann habe ich zunächst nur elementare Merkmale und die werden dann in höheren Hirnarealen interpretiert als zugehörig zu einem Muster, das ich als Kopf schon kenne. Ich kann also nur erkennen, was ich schon erkennen kann. Wenn man liest, spricht man eigentlich stumm. Man formt diese Worte, die man geschrieben sieht, um in ein Lautbild, das macht man dann unbewusst, und verarbeitet den Rest dann, wie wenn man etwas Gesprochenes gehört hätte. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen so einer Kolumne hier und einer Kolumne, die mir auf dem Bildschirm gezeigt wird. Ich mache da meine Augenbewegungen und scanne das. Das bewegt sich nicht und wenn ich umblättern will, dann mache ich das halt hier mit meinen Händen und dort mache ich es mit der Space-Taste wahrscheinlich. Woran man zunächst nicht denkt, und das ist die Manipulation der Aufmerksamkeitsspanne. Es wird oft durch diese Medien vorgegeben, wann ich was zu verarbeiten habe. Vor allem, wenn es fließt oder sich ständig bewegt. Und das ist in hohem Maße unnatürlich, denn normalerweise bin ich der festlegt, in welchem Rhythmus ich mir was anschaue und in welchem Rhythmus ich lese. Das ist bei den modernen Medien, vor allen Dingen dann, wenn sie Attraktivität erzeugen wollen und furchtbar viel Bewegungsreize aufbringen, oder wenn man die Filme anschaut mit diesen schnellen Schnittsequenzen, das führt nachweislich zu einer Verringerung der Aufmerksamkeitsspanne. Das heißt, es wird für Menschen, die sehr stark auf diese Weise sozialisiert worden sind, man hat da aber mehr das Fernsehen im Auge als das Lesen von E-Books, führt zu einer Reduktion der Aufmerksamkeitsspanne und infolgedessen kriegen die Schwierigkeiten, einen Satz von Thomas Mann zu lesen. Ich kann nur ganz schlecht feststellen, womit sich der Mensch jetzt gerade beschäftigt. Also in der funktionellen Kernspintomographie, da kann ich zumindest rauskriegen, welche Hirnregion wann aktiv ist. Dann kann ich sagen, ja, befasst sich jetzt mit der Vorstellung von räumlichen Zuordnungen. Oder er nimmt gerade Gesichter wahr. Oder verarbeitet Sprachmaterial. Sowas kann ich sehen. Um welche Inhalte es sich im Detail handelt, also welche Gedanken der jetzt gerade denkt, das geht.